Ja, das letzte Achtelfinalspiel sehen wir jetzt gleich zwischen Schweden und Ukraine. Ist jetzt vom Namen her nicht so der Knaller. Ich bin aber mal gespannt, wie ich da jetzt werfe und welches Ergebnis ich da orakeln kann und wer dann letztendlich ins Viertelfinale einzieht. Ja, da sind wir jetzt im letzten Achtelfinale, Schweden gegen die Ukraine. Wieder Best of Five. Ich pull wieder aus. Das kennt ihr ja jetzt alles schon. Der erste Pfeil fliegt jetzt erstmal für Schweden. Der ist schon mal im Grün. Und jetzt kommt noch die Ukraine. Der ist außerhalb. Das heißt, Schweden beginnt. Können wir alles so lassen. Achtelfinale 8. Schweden, Ukraine, Game on.
Robert? Ja, hier der Checkpfeil für Schweden zum 3 zu 2. Ich habe gemerkt, meine Kamera ist mal übelst verrutscht, aber ich habe mal nachgeschaut. Doppel 20 und Doppel 1 waren nicht so gut drauf, aber die habe ich auch in dem Moment gar nicht verwendet. Ihr müsstet alles gesehen haben. Dann kann ich es so lassen. Ich würde das Spiel auch ungern nochmal spielen, weil das ist natürlich dann nicht mehr meinen persönlich angehauchten Regeln entsprechend, jedes Spiel nur einmal und ungeschnitten zu zeigen. Da ist alles dabei, was passiert. Und so soll es ja auch sein.
Sonst könnte ich ja irgendwas zusammenschneiden und das Spiel so manipulieren, dass es so ausgeht, wie ich es gerne hätte. Aber das wäre auch viel zu viel Arbeit. Deswegen trage ich jetzt noch das Ergebnis ein und dann schauen wir uns mal an, wer alles ins Viertelfinale kommt, laut meiner Prognose. Ja, das letzte Achtelfinale ist durch. Schweden gewinnt knapp mit 3 zu 2 gegen die Ukraine. Ja, das vierte Leck, das war irgendwie gar nichts, vor allem mit dem ukrainischen Setup. Da habe ich ja nicht mal eine 60 geworfen, glaube ich, im kompletten Leck. Jetzt schauen wir nochmal drüber, wer alles ins Viertelfinale einzieht. Fangen wir mal hier jetzt von hinten an. Also da ist es Schweden im Viertelfinale, England kommt weiter ins Viertelfinale, Tschechien setzt sich gegen die Niederlande durch, Dänemark gegen Wales, Belgien ist im Viertelfinale und Italien. Die Schweiz gewinnt gegen Frankreich. Ja, das war auch ein imposantes Spiel. Und Kroatien setzt sich durch gegen Spanien. Zumindest nach meinem Orakel. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wer kommt in der Realität weiter ins Viertelfinale. Und dann spiele ich die natürlich auch. Best of 5. Und bis dahin wünsche ich euch Good Darts.